Aber wahrscheinlich müssen wir dafür erstmal den Code herausfinden. Den kennen wir bestimmt nicht, wahr? We need a PIN code. 114. Ach, schade. Na, können wir jetzt natürlich nicht ausprobieren. Wir lesen mal den Brief. Ah, Heilige. Lieber Charles, wir wollten dich nur wissen lassen, dass du und Chris uns viel bedeuten. Ich weiß, das Leben ist hart, seit Emily von uns gegangen ist. Also ist sie gestorben. Aber wir sind immer noch eine Familie und wollen, dass dies auch so bleibt. Das schließt auch ein, dass Chris die Fürsorge erhält, die er in diesem zarten Alter braucht. Wir waren immer ehrlich mit dir. Also sieh unsere Sorge bitte als ein Zeichen unserer Liebe. So wie du unsere wundervolle Tochter geliebt hast. Wir haben von einem Freund gehört, dass du in einer Kneipenschlägerei verwickelt warst. Die Polizei dich aber nicht verhaftet hat. Gott sei Dank. Bitte achte auf dich selbst. Bitte achte auf dich selbst. Das hört sich so an wie so ein Abschied, ne? Bitte achte auf dich selbst, ne? Tschüssikowski. Nee, aber anders gemeint. Kommen wir auf den Punkt. Wir wollen dir helfen und hoffen, dass du es uns erlaubst. Über das nächste Jahr hinweg auf Chris aufzupassen oder wie lange auch immer du brauchst, um das und dass du einer Selbsthilfegruppe beitrittst. Das heißt, wir wissen wohl auch, wahrscheinlich wird das von den Schwiegereltern. Ah, hier. Genau. Ja, warte. Wir verurteilen dich in keiner Weise und zeigen nur, dass uns etwas an dir liegt. Indem wir deinen wunderbaren Sohn unser Heim und unsere Liebe anbieten. Ein Brief mag unpersönlich erscheinen, doch wir möchten, dass du ohne Druck nachdenken kannst. Bitte verzeih, wenn du glaubst, wir haben unsere Grenzen überschritten. Es geht nur darum, wie sehr wir dich und Chris lieben. Wir sind für euch beide da. Immer. Peter. Okay, also wissen auch die Großeltern, dass der Vater wohl ein Problem hat mit ein bisschen Trinken. Ja, was heißt ein bisschen? Wahrscheinlich, wenn er sich jetzt schon morgens den Whisky reinscheppert. Ja, angeblich, weil Spieltag ist. Wahrscheinlich ist jeden Tag bei ihm Spieltag. Wir haben ja auch die Bierdosen da gesehen. Und wird wahrscheinlich dann noch, okay, das ist jetzt noch Mutmaßung, handgreiflich gegenüber dem Kleinen. Ja, wie wir sehen hier den blauen Fleck. Das sieht so aus wie so ein Handabdruck. Ne? Hat er ein bisschen zu fest zugepackt. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Wäre natürlich für den Kleinen besser, ne? Wenn er zu den Großeltern geht. Für den Zeitraum, bis der Vater mal wieder fit ist. Hotdog Man, join the Revolution. Revolution. Wollen Sie mit Hotdog Man spielen? Machen Sie ein Foto von Ihrem Kind. Bedeckt mit Senf und schicken Sie es uns. Es gibt jeden Monat viele exklusive Hotdog Man Spielzeuge zu gewinnen. Was gibt es zu gewinnen? Ja, frage ich mich auch. I can't see Dad selling homes. Nehmen Sie Ihre Zukunft ernst. Werden Sie heute ein Immobilienmakler. Unser 10-wöchiger Kurs bietet alles, was Sie brauchen, um mit dem Verkauf von Häusern zu beginnen und Ihre Träume wahr werden zu lassen. Lisa Evener ist die Nummer 1 der Immobilienmakler im Nordwesten, trat auf der NPR auf und wurde zur besten Maklerin 2015 gewählt. Klicken Sie hier, um sich anzumelden und 10% Rabatt zu erhalten. Natürlich. Wow, is he getting us tickets again? Be a hero at HeroCon. Oh, nice. Sei ein Held auf der HeldenCon 2017. Komm vorbei. Portland, HeldenCon 2017. HeldenCon 2017. 15. bis 17. Januar. Portland City Center. Über 1000 Gäste, Events und Händler. Sei ein Held. Registrier dich heute. Es ist aber nur eine Werbung. Das heißt, er hat sich noch nicht registriert oder sonstiges. Wahrscheinlich nur Interesse gezeigt gehabt. Von Rail an mich, an alle Angestellten. In jüngster Zeit erhielten unsere Außenstellen in Beaver Creek mehrere Beschwerden über Teenager, die widerrechtlich in Zügen in der Gegend springen. Diese Personen haben einen gewissen Ruf im Nordwesten, also lassen Sie sich nicht auf eine Konfrontation ein. Sollte Ihnen ein Problem oder eine Situation begegnen, in die diese Gruppe involviert ist, melden Sie dies umgehend Ihren Vorgesetzten. Falls Sie Fragen haben sollten, kontaktieren Sie mich bitte per E-Mail oder innerhalb meiner Bürozeiten. Vielen Dank, Mike. Betriebsaufsicht, Northwest Railway.
Das heißt, er war dort angestellt. Wir wissen ja, dass er das jetzt nicht mehr hat. Und vor allem ist es schon eine ältere E-Mail, wie wir da sehen können. Oh. Was haben wir jetzt noch? Pages. Oh. Players A to C. Suche Spieler, bla bla bla. Vorhersagen, Spieler. Ob er auch Wetten macht? Oh yeah! Yeah, look at the scoreboard, motherfuckers! Alright. Wir müssen immer noch den Code finden. Ja, nicht unseren, aber. Telefonnummern, Telefon. Können wir eigentlich jemanden anrufen? Benutzen? Das geht. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn ich Papa anrufe? Sagt er dann den Code? Ja, hört er nicht. Ist nur auf Vibration. Schade. Aber ich... Nein, sowas würde ich niemals machen. Wir rufen Reynolds an. Hello? Hi, Mrs. Reynolds. This is Chris. Chris Erickson. Well, of course I know who this is, Chris. What a nice surprise. Are you okay? Is everything all right? Yes, well... Everything's great. I just want to see if maybe Steven could help me add more stuff to the treehouse. Like when he helped Dad build it. I want to add some booby traps. That is so sweet. I'm so glad to see you playing outside like a real boy. Well, anyway, I'll be happy to let Steven know his services are required. He loves that treehouse. Me too. Gotta keep the bad guys away. What bad guys? Thanks, Mrs. Reynolds. What do you mean? Tschüss. Also es ist aber schon traurig, ne? Wenn sein Vater ihm nicht hilft und er muss... Ja. Psst. Sein Vater ihm nicht hilft und wir da auf irgendwie einen Kollegen oder einen Freund von seinem Vater angewiesen sind, ist schon echt traurig. Ja, was hast du da? Kritzel, Kratzel? Maybe Dad would want to watch an anime instead. Sollen wir nicht einfach mal umschalten? Ob das eine gute Idee ist? Ah, wir spielen mit unserem Spielzeug wieder. Dinosaur Land is open for business. Eat everybody! Ah, da kriegen wir sowieso Ärger. I am Mort T-Rex and you are my lunch. Er möchte das Spiel gucken. Zeitschriften? Boxcar, The Railroad Earth. Boxcar, die Fachzeitschrift für Zugreisende, die Erde auf Schienen. Poeten in einem Zug nach San Francisco. Er mag Züge. Ja? Also unser Vater mag auf jeden Fall Züge. Dad, I found your car keys. That's where they went. I swore I had them on me, but they must have fell out of my pocket last night. Just put them in the bowl. Oder vielleicht hast du sie auch einfach mitgewaschen und dann sind sie aus der Hose da rausgeflogen. Hm. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon? Whiskyflasche. Brauchen wir ja, haben wir ja gerade schon gemacht. Und hier ist schon die Bierdose auch wieder gesaved. Was haben wir da unten? Ist das ein Schmuddelheft, hör mal, mein Freund? Ist das ein Schmuddelheft? Nee, das sieht nicht aus so nach Schmuddelheft. Basketball, ne? Ja. Hinsetzen. Setzen wir uns doch mal hin. Genießen wir das Spiel mit unserem Vater. Ja, war schön. Klasse. Sehr interessant. Können wir das nicht einfach ausschalten? Und dann einen Weihnachtsbaum holen? Ah, Bubble Management ist da. Okay, legen wir einen Scheit mal nach. Einen gescheiten Scheit, ne? Ah.
Captain Spirit hat Feuer gemacht. Goodbye, Log. Ich muss ja wirklich sagen, ich hasse ja Kaminwärme, ne? Ganz unangenehme Wärme, finde ich. Der Bane. Bane. Oh, das klappt doch gut. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Das ist Vaters Zimmer. Das war unser Zimmer. Ah, hier waren wir auch noch nicht fertig. Genau. Da haben wir noch den Schrank und wir wollten natürlich jetzt noch einen Nachtisch. Ne, zum Frühstück, danach einen Nachtisch. Jeez, good job, Chocolate Hog. Oh, wer hat das geklaut? Wer hat es nur geklaut? Schauen wir mal rein. Ah, da haben wir schon mal unser Cape. Und das ziehen wir uns nun schon mal an. I can feel the energy flow through me. I have the power. Okay, that's a good start. But now it's time to build the rest of my costume. Ah, man läuft dann auch schon ganz anders, wenn man so ein Cape umhat. Ah, da 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 da. Ihm gehört die ganze Welt. Walkie-talkie, eine Trophäe? I miss playing ball with my friends before we moved. Mhm. Okay, das heißt, wir sind hier hingezogen. Ja, was klar ist, ne? You caught your lunch in your web. And there's a snail moving so fast. He's in one place. Ah, was haben wir denn hier? DVDs. Was schauen wir denn so? This is a perfect day to watch Frozen. Last time Dad told me not to sing along so loud. Ja, das ist wohl weit verbreitetes Problem. Mom bought me so many cool comic books. She told me never throw them away. I won't. Das werden wir auch nicht machen. Are you kidding me, Ref? Walkie-talkie. Anrufen. Wen können wir denn damit anrufen? This is Chris to the Flying Fortress. Come in, come in. Ist da jemand? Roger, I'm here. I hope so, Sky Pirate. What do you see up there? Have you spotted Snowmancer? Not yet. It's hard because of the storm. This is perfect cover for a Snowmancer sneak attack. Eye sharp. Keep me posted. Yes, sir. Roger that. Thanks, Sky Pirate. Over and out. I know you're out there, Snowmancer. Da ist unser Feind. Der Schneemann. Unsere Waffen brauchen wir die auch schon? Ah nee, wir haben ja so viele Fähigkeiten. Was nehmen wir denn mit? Zum Notfall? Nicht? Nö? Nö? Lieblings? I've read this one so many times. Wohin die seltsamen Dinge gingen. Geschichte und Bilder von Ethan E. Alley. I miss Hal. He feels like he's so far away, even though he lives on the other side of town. Ah, Hal war also sein Freund. Chris, danke, dass ich das lesen durfte. Jetzt bin ich an der Reihe, dir ein Buch zum Lesen zu geben. Dein Kumpel Hal. Okay, das heißt, wir werden wahrscheinlich auch hier keine Freunde haben und flüchten uns so ein bisschen in diese Superheldenwelt, was auch eigentlich gar nicht so tragisch ist. Man, ja. I wanted to go to that. Ah, das ist diese Supercomic Dingsbums. Das ist ein Supercomic-Laden. Spielzeuge, Comics und Spiele, Angebot 10-15% Rabatt. Supercomic-Laden. 11th Avenue, Oregon. Ah, in Oregon. 1. bis 2. Dezember, Supercomic. Aha, okay. Supercomics. Super. Ganz schön viel Super. In so einem super kleinen Flyer. Mit einem super kleinen Ball, den wir jetzt super einlochen werden. Okay. Geht das nämlich zurück. Wir müssen das mit unserer Superkraft machen. Wo ist der Ball? 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 Holy shit, wie ist der Ball wieder da hingekommen? Vielleicht ist der Ball super. Ah, geht nicht. Kann ich nichts mitmachen. Okay, TV hatten wir schon. Das hatten wir auch schon. Okay, dann sind wir doch hier durch.
Da haben wir doch alles. Ja. HeroCon. Ah, schön. Okay. Wir müssen den Schneeball besiegen, ne? Aber dafür brauchen wir erst unser Superheldenkostüm. Schauen wir doch mal, ob wir im Bad irgendwas finden. Und sollten wir nicht noch duschen? Oder sowas machen? U-Boot? No diving today, Nemo. Okay. Einen wir aber nicht können. Ah, es sah aber danach aus. Okay, rasieren wir uns. I wonder when I can start to shave. Superhero shave? Nein, die brauchen das nicht. Die sind alle glatt. Aalglatt. Jeez, where is the heat? I bet the water eater is sleeping again. Okay, redet er dann von einem Boiler oder was? Interview. Ah, wir haben einen Hocker. Welcome to WHERO. Today we are honored to have an interview with the world's most awesome superhero, Captain Spirit. Hello, Beaver Creek. Captain Spirit, when do you think you will defeat Mantroid? Mantroid is a bully and a coward. He can't hide, but he can run. We heard reports that he is putting together a team of supervillains. Do you have any message for them? Wir vergeben ihn. Ich werde Mantroid vernichten. Wir werden ihn vernichten. My message is that Mantroid will never win, and I will find you. And I will crush you. Yes, that is what this town wants to hear. That's my job. And that's why we love you. Can you tell us who your superheroes are? Meine Eltern. My parents are my biggest heroes. I bet they're happy to hear that. Can you give us a hint about how you discovered your epic powers? No. Okay, do you have any final words for your audience? Be nice and always fight for the good team. Thank you, Captain Spirit, for being our hero. And now back to WHERO News. Aber wir konnten doch noch was benutzen. Okay, Cape looks good. It's not enough for a real superhero. Eben, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal noch weiter unseren Helm. Holen wir uns mal den Helm. Und unsere schwere, wo war der Helm? Hier haben wir da auch noch was. Auf Papa schießen? Oh, der wird bestimmt ausrasten. Das Spiel geht gerade weiter. Also schießen wir auf ihn. Das ist für den Arm. Headshot? Headshot, natürlich. Ah, schön. You can't kill the zombie jock. No way, that was a headshot. I am a super zombie. Well, I'm a superhero. Can't argue with that. Zombie down. Captain Spirit strikes back. Das machen wir.